Es war das spannende Finale eines interessanten Wahlkampfs. Die CDU hat Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihrem Parteitag in Hamburg zu ihrer neuen Bundesvorsitzenden und damit zur Nachfolgerin von Angela Merkel gewählt. Die Saarländerin setzte sich nach einer emotionalen Rede in einer Stichwahl knapp gegen den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Die bisherige CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer erhielt im zweiten Wahlgang von den 999 abgegebenen Stimmen 517. Also knapp 52% für Merz entschieden sich 482, gut 48% der Delegierten. Punkt Spahn war im ersten Wahlgang abgeschlagen auf knapp 16% der Stimmen gekommen. Offensichtlich wechselten nicht wenige Unterstützer Spahns im letzten Wahlgang zu Kramp-Karrenbauer. Kramp-Karrenbauer hatte in ihrer Bewerbungsrede gesagt, die CDU müsse eine Partei sein, die Mut hat, anstatt ängstlich nach rechts und nach links zu schauen. Merz forderte, von diesem Parteitag müsse ein Signal des Aufbruchs und der Erneuerung ausgehen. Er ging auf Fehler der Vergangenheit ein und sagte, ohne klare Positionen bekommen wir keine besseren Wahlergebnisse. Spahn sagte, die Partei müsse mutig vorangehen, Debatten führen, Gegenwind aushalten. Deutschland sollte endlich wieder in der Lage sein, Brücken rechtzeitig zu sanieren und funktionstüchtige Flughäfen zu bauen. Vorsitz geht von einer Frau auf eine Frau über. Es war das erste Mal seit 1971, dass die CDU-Delegierten bei der Wahl ihres Vorsitzenden zwischen mehreren Kandidaten entscheiden konnten. Die Siegerin und auch die Verlierer riefen die CDU zur Geschlossenheit auf. Alle drei lobten den fairen Wettbewerb nach 18 Jahren mit Merkel an der Parteispitze. Dieser Aufschwung muss weitergehen, sagte Kramp-Karrenbauer. Zugleich zeigte sie sich erleichtert über den Ausgang. Es seien ihr viele Steine vom Herzen gefallen. Schon der Abschied von Merkel als Parteichefin sei sehr emotional gewesen, jetzt dieses knappe Rennen, dieses Herzschlagfinale. Ihr Sieg markiert nicht nur wegen des Rückzugs von Merkel eine politische Zäsur. Erstmals geht der Vorsitz einer großen deutschen Partei von einer Frau zu einer anderen. Merkel, die Kanzlerin bleibt, verabschiedete sich in einer für sie zwar typischen aber auch stellenweise emotionalen Rede als Vorsitzende der CDU und wurde dafür von den Delegierten bejubelt. Für meine Verbundenheit mit der Partei brauche ich keinen Parteivorsitz, und Bundeskanzlerin bin ich ja auch noch, sagte sie.
Die CDU könne auch in Zeiten von Polarisierung und AfD gute Ergebnisse erringen, wenn wir geschlossen und entschlossen kämpfen. Sagte sie, wohin uns nicht enden wollender Streit führt, das haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren. Ihrer Partei wünsche sie für die Zukunft auch Fröhlichkeit im Herzen. Merkel blickte auch auf die wichtigsten Entscheidungen ihrer Amtszeit zurück. Die CDU haben nach der Parteispendenaffäre unter Bundeskanzler Helmut Kohl nicht klein beigegeben, sondern wir haben es allen gezeigt. Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei richtig gewesen, ebenso ihre Entscheidung von 2015, Flüchtlinge von der sogenannten Balkanroute in Deutschland aufzunehmen. Die Kanzlerin wurde nach ihrer Rede von den 1001 Delegierten mit knapp 10 Minuten Applaus gefeiert.